Herznotaufnahme Frankfurt. Wie viel Sauerstoff läuft? Jetzt auf 2, genau. Hier zählt jede Sekunde. Dieses Team rettet Leben 24 Stunden am Tag. Bethanien-Krankenhaus, 8 Uhr, der erste Herznotfall. Assistenzärztin Su Quak muss sofort übernehmen. Keine vegetative Begleitsymptomatik. Ihre Patientin hat starke Schmerzen in der Brust und im linken Arm. Typische Anzeichen für einen Infarkt. Das war nur auf der Brust oder irgendwo im Arm auch. Okay. Dr. Quak will herausfinden, ob die Brustschmerzen tatsächlich lebensgefährlich sind. Seit wann haben Sie so eine Beschwerden gehabt? Heute Mittag hat es angefangen. Vorher haben Sie etwas gemerkt? Oder Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen? Gestern Abend so Durchfall kriegt hier. Man war so übel hier. Das Team der Chest Pain Unit, also Brustschmerzeinheit, ist auf kardiologische Notfälle spezialisiert. Über 4.500 Patienten im Jahr werden hier versorgt. Im Fall der Rentnerin gibt es Entwarnung. Auf dem EKG erkennt die Ärztin keine Auffälligkeiten, das heißt kein Infarkt. Ich bin richtig froh hier. Ich habe wohl Angst gehabt heute hier. Ne? Heute habe ich wirklich Angst gehabt, weil der Schmerz so in die Hand rausgezogen hat hier. Die Schmerzen in der Brust, wahrscheinlich die Folge einer Rippenfellentzündung. Glück im Unglück. Ganz anders, ihr nächster Einsatz. Eben kam die Meldung. Ein akuter Herzinfarkt ist angekündigt, von daher ich warte jetzt auf den Patienten. Ein sogenannter SK1-Patient, das bedeutet akute Lebensgefahr. Wie ist das für Sie? Ist man da auch aufgeregt oder darf man nicht aufgeregt sein? Nee, bei uns ist der Herzinfarkt ist es normal Alltag. Seit 4 Jahren arbeitet sie in der Herznotaufnahme, täglich Dauerstress, auch heute. Haben Sie Schmerzen? Ja, immer noch? Immer noch. Dem bereits angekündigten Patienten geht es schlecht. Der 70-Jährige hat Brustschmerzen und Luftnot. Das EKG bestätigt den Verdacht der Ärztin. Das ist ein wirklicher Herzinfarkt. Ja, genau. Wenn Sie sehen, da haben wir eine richtige EKG-Veränderung. Ich gehe davon aus, es ist ein Seitenwandinfarkt oder Hinterwandinfarkt. Dr. Quak ist besorgt. Der Zustand ihres Patienten lebensbedrohlich. Nur eine Herzkatheterbehandlung kann ihn noch retten. Nebenan im Labor übernimmt Kardiologe Wolf Andreas Fach den Eingriff. Mit dem Katheter öffnet er die verstopften Blutgefäße. Nur so wird das Herz wieder ausreichend durchblutet. Alles gut. Die Ärzte kämpfen um sein Leben. Nach 20 Minuten Erleichterung. Der Patient ist über dem Berg. Wie eilig war das? Ganz eilig. Super eilig. Ja, jede Minute zählt. Das war schon knapp. Ohne die Spezialisten hätte der Mann den schweren Hinterwandinfarkt nicht überlebt. Auch für diese Momente liebt Su Quak ihren Job. Vor 11 Jahren kam sie von Korea nach Deutschland, studierte in Frankfurt Medizin. Ich bin sehr, sehr froh und glücklich, dass ich als Ärztin für anderen helfen kann. Luft kriegen Sie genug? Ihr nächster Notfall, wieder Brustschmerzen. Herr Wagner ist zu Hause ohnmächtig geworden. Schwindel oder schwarz vor den Augen? Ganz plötzlich, irgendwie so eine blöde Stimmung im Kopf. Eigentlich wollte er heute den Geburtstag seiner Frau feiern, doch dann kam alles ganz anders. Ich habe mich fertig gemacht heute Morgen, geduscht und wollte eigentlich dann rausgehen. Yeah. Und dann weiß ich momentan nichts. Okay. Und da lag ich auf dem Boden. Mhm. Ihr Patient hat schon mehrere Herz-OPs hinter sich. Trotzdem, EKG und ein spezieller Blutschnelltest deuten nicht auf einen Infarkt hin. Tief einatmen, ausatmen. Warum er umgekippt ist, das sollen jetzt weitere Untersuchungen klären. Fest steht, die geplante Geburtstagsfeier werden die Wagners verschieben müssen. 10 Notfälle hat Dr. Quak in den letzten 8 Stunden versorgt. Trotzdem, an Feierabend ist für die Ärztin aus der Frankfurter Herznotaufnahme noch nicht zu denken. Gerade wurde eine Frau eingeliefert, Verdacht auf Infarkt. Wieder muss es schnell gehen.